Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer DRK-Sprechstunde. Wundern Sie sich nicht, wir haben heute ein etwas außergewöhnliches Thema. Wir sprechen über Lachgas. Lachen Sie nicht. Es ist uns durchaus ernst damit. Und unser Gast, den ich hiermit sehr herzlich begrüße, Herr Dr. Matthias Kuch, Oberarzt am Städtischen Klinikum Karlsruhe, wird uns dazu einiges sagen. Vorweg will aber ich sagen, dass wir hier in Karlsruhe Sie leider verlieren werden. Sie werden zum Glück von Offenburg dort Chefarzt der Kinderklinik, ja. Aber vorher werden wir noch Ihr Wissen abschöpfen und deshalb reden wir jetzt über Lachgas. Vorweg möchte ich aber sagen, weiß ich ja von Ihnen, dass Lachgas, erfunden im 18. Jahrhundert, ursprünglich auf Jahrmärkten die Attraktion war, dann von der vornehmen englischen Gesellschaft als Partydroge, wenn man das so sagen darf, genutzt wurde. Und dann hat es ein Zahnarzt, glaube ich, im 19. Jahrhundert therapeutisch angewandt. Ja, und heute gibt es eine neue Mischung, das werden Sie uns gleich erklären und inwieweit es heute für uns und bei uns eingesetzt wird, sagen Sie uns jetzt bitte, Herr Dr. Kuch. Also Lachgas ist tatsächlich ein alter Bekannter, Herr Pickel. Sie hatten es schon gesagt. Und der Zahnarzt war ein Amerikaner letztendlich, dieser Horace Wells, so hieß er, der auch auf so einem Jahrmarkt bei so einer Show war und gemerkt hat, dass so ein Schnüffler, der schwer gestürzt war in seinem Rausch, sich das Bein verletzt hat, überhaupt gar keine Schmerzen hatte. Und er wollte dann und hat auch seinen Kollegen das demonstriert, sich selber einen Zahn gezogen und dann auch in Boston eine Operation durchgeführt unter Lachgas, die relativ schmerzfrei verlief. So wurde damals letztendlich Lachgas bekannt. In der heutigen Zeit verwenden wir aber nicht mehr das Lachgas vom 19. Jahrhundert, sondern ein Lachgas-Sauerstoff-Gemisch, um die Nebenwirkungen, die bei 100% Lachgaskonzentration auftreten, zu minimieren. Also es wird immer 50% Anteil Lachgas und 50% Sauerstoff zugeführt. Und so können wir eine milde und schmerzfreie Medikation durchführen. Also es war ja, Herr Dr. Kuch, eine Zeit lang verbannt. Es gibt es wieder, weiß ich auch von Ihnen, erst seit 2008 wieder. Kinderklinik hier wird es seit 2009 eingesetzt. Übrigens, wenn wir über Kinder reden, dann können wir auch über die Mütter reden, die die Kinder zur Welt bringen. Dort kann man es auch offensichtlich positiv einsetzen zur Schmerzlinderung. Ist es falsch, wenn ich sage, ersetzt manchen Kaiserschnitt oder ist das? Kaiserschnitt vielleicht nicht unbedingt, aber diese berühmte Rückenmarkspritze, die Periduralanästhesie zu Ende von den Austreibungswehen, so heißt es, wird dadurch manchmal überflüssig durch die Inhalation. Okay. Die englischsprachigen Länder haben gerade in der Geburtshilfe seit 1965 sehr, sehr viel und gute Erfahrungen. Und das hat sich jetzt mittlerweile auch in Deutschland jetzt wollen wir aber im Schwerpunkt natürlich über die Kinder reden, denn Kinder regen sich ja fürchterlich auf, wenn sie eine Spritze bekommen soll oder Blut entnommen werden soll. Und da haben Sie tolle Erfahrungen gemacht. Ich glaube, Sie machen das ja, ich sagte es ja schon, seit 2009. Bei uns 2009, und haben an die annähernd 1000 Anwendungen schon gemacht. Ja. Und die Kinder scheinen sehr positiv darauf zu reagieren, nicht? Also im Großen und Ganzen ist das eine ganz tolle Sache. Es ist halt so, dass Kinder letztendlich hochängstliche Patienten sind, die eine inadäquate Schmerzverarbeitung haben. Sie können sich einfach nicht gegen die Prozeduren, die schmerzhaft sind, die wir machen müssen zur Versorgung von Wunden, wehren. Und können das auch nicht ganz verstehen, dass wir dem Kind jetzt Schmerzen zufügen müssen. Und dadurch, dass sie das Lachgas mit Sauerstoff inhalieren, wird das Kind so ein bisschen beruhigt. Es nimmt die Schmerzen für leichte und mittelschwer schmerzhafte Eingriffe. Die Kinder, wenn man ihnen vorher noch ein kleines Märchen erzählt, lassen ihre Fantasie walten. Nach Absetzen der Inhalation werden die Kinder innerhalb von 2-3 Minuten wieder wach. Das wird schnell verstoffwechselt. Und was ich jetzt ganz toll finde, also die Maske wird den Kindern nicht irgendwie gewaltsam aufs Gesicht gedrückt, sondern sie schaffen es, dass die das selber in die Hand nehmen und Spaß daran haben sogar vielleicht irgendwie. Also sie müssen natürlich eine gewisse Kooperationsbereitschaft, so heißt es, haben. Man kann so
Das kleinste Kind war 2,5 Jahre, das es wirklich super gut gemacht hat. Aber kleinere Kinder sind natürlich für diese Methode noch nicht geeignet. Okay. Aber Schulkinder, Kindergartenkinder, kein Problem. Also, weil wir schon zum Ende dieses Beitrags kommen, man kann also nur die Eltern animieren, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Danach zu fragen, ja. Denn ja, in der Tat, nichts ist schlimmer, als wenn Kinder, oder wie das teilweise gemacht wurde, festgehalten werden, ja, und so weiter. Ja. Ja, also vielen Dank, Herr Dr. Kuch. Das war nicht nur für die normalen Zuschauer interessant, sondern ganz besonders sicherlich für die Eltern. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke für die Einladung. Thank you.